Das Böse begrüßt euch recht herzlich zurück hier bei Kingdoms of Amalur: Reckoning. Wieder einmal zurück hier in Idyllia. In der letzten Folge haben wir die Unterschächte ein bisschen unsicher gemacht und dort einiges erlebt. Wir haben das Ganze erkundet, einen seltsamen Mann entdecken können und obendrein noch ein paar mehr Aufgaben hier erfüllt. Das klingt doch soweit schon mal ganz geil, finde ich. Und jetzt nehmen wir uns der nächsten Aufgabe an. Seid gegrüßt. Ich hoffe, Sie sind in den Zähnen viel Glück okay. bei der Suche. Also das hilft uns jetzt gerade überhaupt nicht. Ich weiß offen gestanden nicht, ob ich ihm das hier schon geben soll. Ich dachte, früher oder später würde der Berufene kommen. Ich bin so ein bisschen verunsichert, weil das halt die Hauptquest ist. Und ich mache immer erst gerne die ganzen Nebenquests fertig. Wiederum haben wir jetzt Arkes Reif ja schon bekommen. Und wenn wir den schon mal in der Tasche haben, können wir den ja eigentlich auch abgeben, oder? Die Götter sind gut so. Und ich weiß halt nicht, was das dann triggern wird, wenn wir das jetzt wirklich tun. Ich hoffe, damit verbaue ich mir nichts. Seid gegrüßt, Fremde. Ja, danke, hallo und tschüss. Ich werde jetzt einmal den Anukatus, glaube ich, heißt er, aufsuchen. Sprich, den Primus hier. Und ihm den Reif geben und dann mal gucken, was das Ganze dann machen wird. So. Wo ist er denn? Da ist er. Hi. Ihr habt Arkes Reif in eurem Besitz? Dann ist der Kranz beinahe vollständig. Wie gesagt, die Grundlage ist Gold mit eingravierten Gebetsrunen. Nun muss er mit Blut und Mühsal umflochten werden. Die Kolossai stellen die Grundlage bereit. Die Natur sorgt für die Insignien. Doch die Lorbeeren des Kranzes muss man sich verdienen. Wir brauchen Federfahnen der Terexe, sobald wir sie haben. Und der Kranz vollendet ist, kann das Ritual der Buße beginnen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich davon jetzt halten soll. Wir machen ihn aus einem Terex? Ich nehme an, ihr seid schon mal einem Terex begegnet. Vermutlich den Mischlingen, Aasfressern, die sich von Kadavern ernähren. Sie sind eine echte Plage. Wir haben es häufig mit ihnen zu tun. Was wir suchen, sind aber die Federfahnen der Alpha-Terexe. Sie sind kämpferisch und stolz, wie alles Wilde, Ungezähmte der Natur. Um den Göttern die Aufrichtigkeit unseres Glaubens zu beweisen, müssen wir einen mächtigen Gegner bezwingen. Die Alpha-Terexe werden diesen Zweck erfüllen. Magst du mir erstmal generell noch was über diese Wesen erzählen? Sie sind bösartige Bestien, wild und stark. Und die Alphas, unsere Beute, sind besonders zäh. Okay, und wohin gehen wir? Die Götter haben euch gesandt, um Zeuge unserer Buße zu werden. Und dafür müssen wir den Kranz der Absolution fertigstellen. Der Kranz wird aus großen Federn, den Federfahnen der Alpha-Terexe, angefertigt. Sie leben in Horsten im Süden. Wir sind so nah dran. Er ist mir überhaupt nicht geheuer. Ich finde ihn irgendwie total merkwürdig. Ich möchte damit jetzt gar nicht weitermachen. Ich werde mich jetzt tatsächlich mit dem hier auseinandersetzen. Keine Ahnung, ob das klug ist oder nicht. Ist mir ehrlich gesagt gerade auch ein bisschen egal. Ich werde mich jetzt erstmal hüten, die Hauptquest weiterzumachen. Einfach auch aus Angst, dass ich wirklich irgendwas damit vorantreibe, was ich in diesem Augenblick noch nicht möchte. Hier kann man tatsächlich sterben, wurde mir gesagt. Ich weiß nicht, ob ich das riskieren möchte. Hier müsst der Berufene sein. Immerhin habe ich es bis jetzt geschafft, dieses Spiel ohne zu sterben bis hierhin zu bringen. Ich weiß nicht, ob ich das bis zum Ende durchhalten kann, aber ich möchte es auch nicht zwangsweise jetzt riskieren. Anukatos wandelt unter uns und die Bürger sind voller Ehrfurcht. Euch mag diese Handlung unbedeutend erscheinen, Berufener. Aber sie genügt, um meinen Brüdern und Schwestern Hoffnung zu geben. Ich danke euch. Nicht zuletzt auch in ihrem Namen. Danke.
Ja, möchte ich auch. Danke. Beam me down, Scotty. Mal zur Abwechslung. Okay, wohin soll's denn gehen? Hier unten irgendwo. Oh, hier ist eh noch jemand. Archion? Was haben wir denn hier noch? Also wir haben hier sowieso noch... Ach, da ist Anokatos, genau. Horstgipfel. Und hier oben ist auch noch jemand, der irgendwie was für uns hat. Okay. Gut, dann würde ich mal sagen, gucken wir uns ein bisschen weiter um. Und wagen uns hier einfach mal weiter vor jetzt. Hier rum, ne? Ja. Sind das hier wieder diese ollen Kolossai-Plünderer? Natürlich, was auch sonst. Wow, du hast ja mega die Street Fighter Moves drauf. Bin ja mega beeindruckt auf jeden Fall. Aber ich muss dich enttäuschen. Damit kriegst du mich nicht klein. Ja, haben wir hier tatsächlich wieder so eine olle Endlos-Quest gezogen. Mega toll. Kannst du dir in den Hintern stecken, ganzen Scheiß. Wo ist denn hier noch was zum Looten? Da unten? Oder was? Oder wie? Oder wer? Oder was? Ich denke mal, unten ist irgendwie eine Truhe oder ein Haufen oder sowas. Könnte ich mir jedenfalls vorstellen, so. Okay. Gut, ich gehe jetzt hier erstmal weiter. Hat zwei Gründe. Ich möchte einerseits natürlich das Labyrinth mehr angucken und andererseits... möchte ich den Auftraggeber dort ansprechen und mal gucken, was der noch zu sagen hat. Fertig. Danke. Ich glaube, wenn wir das betätigen, kommen wir in das Labyrinth. Sieht jedenfalls sehr stark danach aus. Okay. Ich möchte aber erstmal... Ah, hier. Hi, du. Ich habe schon viel von euch gehört. Ihr müsst der Berufene von Ethene sein. Ihr seid wirklich etwas Besonderes. Besonders genug, um mir bei einer Sache zu helfen, die mir große Sorgen macht. Gut, darüber können wir eventuell reden, aber erstmal wüsste ich gerne, mit wem ich es eigentlich zu tun habe. Ich bin ein treuer Gefolgsmann von Sikandra und der Kolossai-Wache. Wenn ihr euch in diesen Landen gefahrlos bewegen könnt, dann nur dank uns. Zumindest teilweise. Das war ja mal wieder sehr aufschlussreich, der Berufene. Wir wussten immer, dass die Götter in unserer dunkelsten Stunde den Berufenen schicken würden. Nun seid ihr hier. Muss ich mir jetzt Gedanken machen? Das ist dir selbst überlassen. Vielleicht fühlst du dich auch sicher, weil ich jetzt da bin. Ich meine, ich Muskelpaket, ja. Die Kolossai. Wir kamen vor Jahren in dieses Land. Und doch sind wir bis heute Fremde. Wir sind stark. Und die Götter lieben uns. Das hat man mir jedenfalls gesagt. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass wir trotz unserer Tugenden nicht stark genug sind für dieses Land. Vielleicht ist deine Sorge auch gar nicht so unbegründet, das weiß ich aber nicht. Die Plünderer? Sie waren Kolossai, aber sie haben sich von den Göttern losgesagt. Heute sind sie Barbaren, die alles und jeden töten. Ja, ich habe schon gehört, dass die sich irgendwie ein bisschen abgewandt haben. Idylla? Die Stadt ist stark und schön. Ich hoffe, sie ist das erste von vielen grandiosen Werken der Kolossai. Schrein! Dieser kleine Schrein speichert die Macht der Götter. Er nutzt nur einen kleinen Teil dieser Macht. Aber wenn wir ihn aktivieren können... Szene von Naros. Es wimmelt dort von wilden Bestien, Berufener. Aber noch gefährlicher sind die Plünderer. Und wie kann ich helfen? Ich will diesen Schrein wiederherstellen, damit ihn die Patrouillen in den Zähnen von Naros... nutzen können. Der Schrein speichert den Segen der Götter
und überträgt sie auf spezielle Litaneien. Leider ist die Magie des Schreins erschöpft. Er kann aber repariert werden. 5 dieser Litaneien würden die Magie des Schreins wiederherstellen. Wie funktioniert das nochmal? Der Schrein speichert den Segen der Götter. Egal ob Heilung oder Unverwundbarkeit. Er vermag den Gläubigen alles zu spenden. Aber die Segnungen des Schreins könnten auf spezielle Litaneien übertragen werden, damit die Magie überall genutzt werden kann. Dieser Schrein hat seine Magie verloren. Aber er kann wiederhergestellt werden, wenn wir 5 Litaneien zu ihm zurückbringen. Ja, das machen wir doch. Ich danke euch. Ich würde sie ja selbst suchen, aber dazu müsste ich meinen Posten verlassen. Und das darf ich nicht. 5. Ja. 5 Litaneien müssten magisch genug sein, um den Altar wiederherzustellen. Besorgt sie und bringt sie hierher. Alles klar, und wo finde ich die? Sie sind irgendwo in den Zähnen von Naros. Wo genau, weiß ich nicht. Aber wenn ihr die Augen offen haltet, werdet ihr sie gewiss finden. Bestimmt. Seid vorsichtig hier draußen. Aber ich hätte mir vorstellen können, dass ich das schon hab, oder? Was macht die Suche nach den Litaneien? Lebt wohl, Berufener. Offensichtlich nichts, okay. Darum kümmern wir uns aber noch, das ist ja gar keine Frage. Aber ich muss ja auch noch mit nach oben gehen. Da oben war auch noch irgendwo eine Quest, die ich annehmen konnte. Darum möchte ich mich kümmern. Ich möchte mich einmal komplett in diesem Gebiet umschauen. So weit wie möglich. Und natürlich dementsprechend auch so viel es geht irgendwie mitnehmen. Sieht auch geil aus, irgendwie so riesig alles. Aber Wahnsinn. Ne, genau hier lang. Ich muss jetzt echt überlegen, wo ich gewesen bin. Also hier war ich grundsätzlich schon, oder? Wartet mal, was ist das hier? Doch, Nyxaros sagt mir was. Und das auch. So, hier ist dieser komische Horstgipfel. Aber ich werde einfach mal geradeaus weiter gucken. Man gönnt sich ja sonst nichts im Leben, nicht wahr? Nein, ich werde mich mit ihm jetzt noch nicht treffen, weil mir das jetzt... Hoffentlich labert er mich jetzt nicht an. Ich möchte mich noch nicht mit ihm irgendwie in Verbindung setzen. Ich weiß nicht, war ich denn beim Horstgipfel schon? Oder das sind diese Alpha-Dinger, oder? Seid ihr Alpha? Ja, aber sind das diese Alpha-Viecher? Hab keine Ahnung. Nope. Sonst noch was? Nö. Hier haben wir noch ein bisschen Sterndistel. Ja gut, aber das ist jetzt hier noch nicht so die mega harte Geschichte gewesen. Und tschüss. Grüß schön zukünftig. Aber hier war ich meiner Meinung nach schon. Kommt mir sehr bekannt vor alles hier. Horstgipfel. Ah ne, da war ich schon mal. Aber da will ich jetzt erstmal gar nicht weiter hingehen. Ich möchte wirklich... Ich wollte nur erstmal schauen, was hier eigentlich abgeht. Ob ich hier irgendwie was schon machen kann oder so. Aber wie gesagt, zu Anukatos selbst möchte ich jetzt noch nicht gehen. Erstmal müssen wir noch weiter hier in der Gegend rumschauen.
Oh, schöne Musik, richtig geil. Hat auch ein bisschen was Sentimentales irgendwie, so auf seine Weise. So, jetzt kommen wir hier in Gebiete, da waren wir... das ist wieder so ein oller Troll. Da waren wir zwar schon, aber... Aber weiter sind wir hier nicht gegangen. Ich weiß noch, da bin ich dann erstmal zurückgegangen, weil ich den komischen Iotun-Typen kaputt machen wollte. Karung oder so. Ich glaube, so hieß der. Kann das sein, Karung? Ich glaube schon. Ich glaube, das war genau das. Ja. Hier nehmen wir ein bisschen Blutwurz, ne? Ja. Aber darf ich nicht mitnehmen? Will's nicht. Okay, dann nicht. T-Rex. Ah, du bist ein Alpha. Die haben also eine etwas andere Färbung und scheinbar können die auch mit Blitzzauber uns ein bisschen kaputt machen, wenn sie wollen. Alle umgenietet? Ja, yeah, sieht gut aus. Schatzsack brauche ich nicht. Jo, geht's da weiter? Geht's da weiter? Was ist denn das da hinten? Wieder so ein Mal? Ich glaube, mit so einem Alpha hatten wir bis jetzt immer noch nie das Vergnügen, oder? Ich glaube, nur die normalen T-Rexe sind uns bislang begegnet. Schon wieder so ein Steinmal-Ding, irgendwas. Okay. Zwei Gem-Slots, was natürlich schon ganz geil ist, aber die haben halt meine auch. Hier ist halt Körperschaden, da haben wir noch 100 Leben dazu. Hm, aber 100 Leben, also nur Leben ist so, weiß nicht. Ah, warte mal, erstmal der Felshaufen. Und hier bitte einmal unter göttlicher Wacht. Was ist eigentlich mit diesen ganzen... Was war das? Artefakten oder so? Kann ich hier hochgehen? Ja. Okay, hier ist offenbar irgendwie so wie so eine Art kleines Lager oder so. Was ist hier los? Hihihihi. Geilheit. Licht des Erzweisen. Ist aber ein Stab oder so, ne? Ja, aber trotzdem geil. An sich kein schlechter Loot, aber ich bin halt... nicht so geil auf die Teile. Was haben wir denn hier? Berenikes Lager. Ja, mit dir reden wir gleich. Wenn du möchtest. Besonders bequem sieht es aber auch nicht aus, oder? Wer bist du? Ich rede erstmal mit ihm. Ich wünschte, ich hätte Zeit, mir um Idylla Gedanken zu machen. Aber meine Arbeit bedarf meiner ganzen Aufmerksamkeit. Da bleibt kaum Platz für etwas anderes. Du Ärmster, wer bist du denn? Ich bin sozusagen ein Diplomat. Obwohl ihnen unsere Anmut fehlt, sind einige der Rüpel hier nicht völlig verblödet. Einst waren die Plünderer denkende und fühlende Kolossei. Und auch die Jotun waren mit uns verwandt. Ich muss versuchen, mich auf ihre Weisheit zu berufen. Was immer du sagst. Die Kolossei? Wir haben viel für unsere Nähe zu den Göttern erhalten. Aber es ist unsere Pflicht, diese Verbindung mit ganz Amalur zu teilen. Idylla? Da die Stadt immer noch unvollständig ist, interessiere ich mich mehr für die Forschung als für die Götter. Wir wurden von Ethene erleuchtet. Aber wir sollten unsere Gabe in die Welt tragen. Er redet auch so ein bisschen so ganz komisch, ne? So so als würde er schweben irgendwie, Jotun? Die Jotun haben alte Verbindungen zu den Kolossei. Sehr alte. Wir nutzten ihre Stärke für den Ruhm von Ethene, bevor wir hierher kamen. Wir fühlten uns für sie verantwortlich. Aber sie betrachteten uns als ihre Herren. Und von da an begannen sie uns zu verachten. Ob die das auch so sehen, dass es nur daran lag? Wer weiß.
Zähne von Naros? Die Zähne von Naros sind ein gefährlicher Ort. Selbst wer die Gefahren dort kennt, ist ihnen mitunter schutzlos ausgeliefert oder erlegen. Seid vorsichtig. Hier unten ist nichts sicher. Nichts. Ja, passt schon. Jetzt reden wir mit ihr. Wie schnell die aufwachen. Ihr müsst der Berufene sein. Der gesegnete Besucher aus einem unbekannten Land. Aber wenn ihr stark genug wart, dieses Land allein zu erreichen, seid ihr vielleicht auch stark genug, um mir zu helfen. Sie ist gerade erst aufgestanden. Und trotzdem weiß sie noch direkt, worum sie uns bitten will oder überhaupt. Ist wahrscheinlich so ein Problem, dass sie sogar mitten im Schlaf noch nicht in Ruhe lässt. Keine Ahnung. Wer bist du? Ich tue, was ich kann, was das Studium angeht. Allerdings sind die Ressourcen für Geschichtsstudenten hier spärlich gesät. Aber das ist ohnehin unwichtig. Wo wären wir ohne Historiker? Wie hätten wir uns so schnell in diesem Land eingelebt? Ja, aber du könntest vielleicht auch einfach nur Idylla gehen. Da gibt es ja richtig so einiges zu finden, bestimmt auch für deine historische Schiene. Ja, der Berufene. Vor Jahrhunderten wurden euch zu Ehren ganze Folianten und Gebete verfasst. Wir mussten sie alle zurücklassen, aber ihr hättet sie sehen sollen. Ja. Ist halt nicht leider. Aber was soll man machen? Idylla? Idylla ist wirklich die schönste Stadt aller Zeiten. Immerhin haben die Götter selbst sie angeregt. Ja, mag sein. Trolle? Trolle sind imposante und zornige Kreaturen. Die Kolossai haben die meisten von ihnen aber aus der Gegend vertrieben. Jene, die blieben, fingen an zu graben. Wonach, weiß ich nicht. Nur, dass sie von Rachegelüsten getrieben werden. Ob das jetzt so gut ist? Zähne von Naros? Ich würde ja lieber hinter den Mauern Idyllas bleiben. Aber es geht einfach nichts über praktische Erfahrungen, nicht wahr? Die Zähne sind sozusagen die Heimat der Trolle. Ich will sie studieren. Aber das geht nur in der Wildnis. Okay, das erklärt dann auch meine Frage, die ich vorher hatte. Und was soll ich für dich machen? Ich habe die Trolle der Gegend beobachtet und einige bestürzende Dinge gesehen. Sie haben einige Urnen ausgegraben, die eine tödliche Magie enthalten. Sie sind seltsam. Seit wir hier leben, haben wir noch nie derartige Urnen gesehen. Und auch die Asche nicht, die sie enthalten. Ich bin nicht stark genug, um der Magie dieser Urnen zu trotzen. Aber ihr seid von Ethene beseelt. Ihr könntet sie zerstören. Ja, und was für eine Art von Magie ist das überhaupt, um die es da geht? Die Trolle halten diese Urnen für Artefakte der Götter von Naros. Aber die Asche, die sie enthalten, birgt eine dunkle Magie. Nicht auszudenken, was passiert, wenn die Trolle die Macht dieser Urnen entfesseln. Ja, wir machen uns dran und werden das finden, genauso wie zerstören. Danke für eure Hilfe. Die Asche in diesen Urnen ist einfach zu gefährlich. Wo finde ich die Urnen denn? In den Zähnen gibt es einige Trollhöhlen. Vielleicht solltet ihr dort mit der Suche beginnen. Auf jeden Fall werdet ihr die dunkle Magie spüren, wenn ihr euch einer der Urnen nähert. Hütet euch vor den Trollen. Bin sehr gespannt. Okay, da scheint aber einiges abzugehen. Warte mal, wir gucken uns das Ganze mal an. Oh ja, doch. Hier ist einiges los. Urne. Okay. Ja gut. Dann ist das so. Aber ich werde hier oben jetzt trotzdem erstmal weitergehen, weil ich gucken möchte, was hier noch so ist. Diesen Weg hier nach oben nehme ich mal. Als erstes. Vielleicht ist ja hier auch noch irgendwo ein Wissensstein, den ich bis jetzt einfach noch nicht entdeckt habe. Ich glaube, ich habe von diesem Gebiet das auch noch nicht vollständig, oder? Schrein der Luft. Aber hier kann ich garantiert noch nicht großartig was machen, oder? Nö, das Ding redet nicht mit uns. Aber es würde mich nicht wundern, wenn das im Laufe der Hauptquest vielleicht sogar noch interessant wird. Warum sind da jetzt auf einmal Gegner? Waren die... Da vorher auch schon? Nein, okay. Ah, ist das alles, was du mal kannst? Ja. Genau deswegen verreckt ihr jetzt auch hoffentlich.
Tschüss. Grüß schön. Was wollen die eigentlich mit Schattenprismen, mal im Ernst? Die sind alles mögliche, aber nicht sneaky. Geh mal weg. Und du? Auch nichts Geiles hier. Okay. Okay. Hier kann man runterspringen. Warum nicht? Geil. Weil sonst ist hier offenbar nichts. Hier gibt's... Da ist ein Wissenstein. Dunkle Magie. Alles klar, hier ist eine Urne. Hätte ich die ganze Zeit vergiftet oder was ist das? Ich muss mal Hildegard eine Runde beschwören. Hat's geklappt? Nein, offenbar nicht. Müssen wir mal gucken, was das mit meinem Leben macht. Aber bisher ist ja noch alles schick. Ey. Hildegard, hilf mir. Das ist ja ständig irgendwelche komischen Zustandsveränderungen hier. Mist. Das verspricht ja noch sehr interessant zu werden. Täuscht das oder hat er gerade wieder ein bisschen Leben gekriegt? Ach, da hinten, ich sehe die Urne schon. Mann, ey. So, jetzt hauen wir ihn um. Komm schon. Oh, sehr gut. Das musste jetzt auch sein. Haufen plündern, zack. Sehr schön. Trölli, was hast du denn so? Nehmen wir mal mit. Auch wenn ich glaube, dass ich die niemals zum Einsatz bringen werde. Ich hoffe, euch stören die Hintergrundgeräusche gerade nicht. Ich habe hier nämlich so das Problem, dass hier irgendwer auf mal sägt oder so. Njordirs Brunnen. Kann ich den... Wie komme ich da ran? Oh, wow. Das mit dieser Musik im Hintergrund ist gerade absolut geil, oder? Zieht euch das mal rein. Ganz ehrlich, ey, wie mega hübsch es einfach mal ist. Okay, gib. Doch eine Tragödie brach über die Riesen herein. Als sie versuchten, den Hyperian emporzuzwingen. Athene war verärgert und tat ihren Zorn kund. Und so ward einigen das Leben und vielen der Glaube genommen. Vergib uns unsere Anmaßung und segne uns mit deiner Weisheit, Athene, o Allwissende, in deren Namen wir beten. Okay, ich weiß nicht, ob dieses Symbol hier auf der Karte mir sagen soll, dass das hier jetzt... Aber das ist halt dieser Brunnen. Also keine Ahnung, was konkret das zu bedeuten hat, aber... Jo, finde ich gut. Haben wir entdeckt. Ein weiterer Ort, wo wir hinreisen können. Nehmen wir immer gerne mit. Okay, schön. Da ist, glaube ich, ein Felshaufen, oder? Kann das sein? Ja. Könnte durchaus geilerer Loot sein, aber wir möchten uns mal wieder nicht beschweren. Kann man ja alles noch zu Geld machen.
immer diese Dreckselfen, die aus dem Nichts auftauchen, ne? Schrecklich ist das. Nur so schrecklich ist es, wenn die Nachbarn um diese Uhrzeit noch anfangen, irgendwelche Scheiße zu sägen. Klingt jedenfalls sehr danach. Ja. Nix Geiles leider. Den Typen hier, den sprechen wir gleich an, aber erst. Wir müssen uns erstmal um das Wichtige kümmern, nämlich erstmal um den Inhalt der Truhen. Und dann erst reden wir mit ihm. Wer streift da durch mein Lager? Was ist das? Ihr seid viel zu klein für ein Kolossei. Dann stimmt es also. Der Berufene ist gekommen. So sieht's mal aus. Und wer bist du? Ich habe einmal versucht, zwischen Jotun und Kolossei Frieden zu stiften. Dabei habe ich mich in die Einfachheit ihres Lebens verliebt. Also beschloss ich, in diesem alten Lager zu leben, um es ihnen gleich zu tun. Das ist aber schön. Magst du mir noch was über die Jotun erzählen? Die Jotun haben den Kolossei in der Vergangenheit großes Unrecht zugefügt. Aber angesichts unserer gemeinsamen Geschichte war es richtig, sie zu verschonen. Mag sein. Weiß ich nicht. Kolossei? Sie tun so, als stünden sie über allem. Aber sie sind Schlamm und Staub, wie alles andere in dieser Welt. Sie haben nur nicht die Größe, es zuzugeben. Finde ich gut, dass es mal einer ausspricht, obwohl er selbst ja auch zu den Kolossei gehört. Idylla? Die Bewohner der Stadt sind so hochnäsig, dass ihre Nasen die Wolken berühren. Ständig dieses Gerede von Religion und rechtschaffenen Göttern. Ich bleibe lieber auf dem Boden, bei meinen Wurzeln. Er ist tatsächlich ein bisschen sympathischer, finde ich. Und ja, es stimmt, ich finde auch, dass die ganz schön eingebildet sind und glauben, sie wären irgendwie Wunder, wie geil. Szene von Naros? Die meisten Leute halten sie für lebensfeindlich. Aber so schlimm ist es dort gar nicht, wenn man sich ein wenig anpasst. Ja, die Pflanzen sind ungenießbar und die Bestien verschlagen. Aber wer nur fordert, darf von der Natur keinen Wein erwarten. Ja, da hat er nicht Unrecht. Und du lebst hier in diesem Jotunlager? Es ist mein Zuhause, allerdings nicht mehr lange. Ich kam hierher, um zu meinen Wurzeln zurückzukehren. Zu meinem Erbe als Riese. Allerdings ist die Zeit der Einsamkeit vorbei. Ich bin bereit für den nächsten Schritt und werde bei den Jotun in den Zähnen von Naros leben. Ich muss nur noch einige lose Enden kappen. Allerdings habe ich mir geschworen, Idylla nie mehr zu betreten. Und wieso willst du da leben? Karunk war meine größte Sorge beim Versuch, mich den Jotun anzuschließen. Aber jetzt, wo er tot ist, scheint mir der Zeitpunkt ideal zu sein. Ja, das will ich. Bei den Jotun zu leben, ist der nächste logische Schritt. Ich habe lange genug in diesem verlassenen Jotun-Lager gehaust. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, was ich davon halten soll, aber gut, ist ja seine Entscheidung, wenn er glaubt, dass er das so braucht und das so richtig ist, soll er das machen. Ja, ich kann natürlich für dich nach Idylla reisen, gar kein Thema, da waren wir ja sogar schon. Würdet ihr das tun? Ich belohne euch auch für eure Hilfe. Dort, wohin ich gehe, brauche ich kein Geld. Ich will meinen Familienring. Im Moment hat ihn mein Bruder Heliodorus. Außerdem möchte ich, dass mein alter Freund Darajos mein Tagebuch bekommt. Und was vielleicht das Wichtigste ist, ich möchte, dass ihr meine Frau findet, Corinna. Ich will, dass ihr sie hierher bringt. Wir probieren's mal. Besorgt meinen Familienring, überbringt mein Tagebuch und redet mit meiner Frau. Okay, und wie bekomme ich diesen Ring? Im Augenblick ist der Ring im Besitz meines ungeliebten Bruders Heliodorus in Idylla. Ich bezweifle, dass er ihn euch freiwillig überlassen wird. Er versteckt ihn in den Wohnquartieren von Idylla. Versucht, den Ring selbst an euch zu bringen. Oder findet einen Weg, mit meinem Bruder fertig zu werden. Solange ich nicht unbedingt ihn umnieten muss, geht's schon. Und was soll ich deiner Frau sagen? Bringt sie dazu, sich mit mir zu treffen. Wenn ihr sie hierher bringt,
kann ich sie vielleicht überreden, bei mir und in Jotun zu bleiben. Was ist, wenn sie das vielleicht gar nicht möchte? Hast du auch mal irgendwie daran gedacht, dass sie eventuell andere Interessen verfolgen könnte? Und wem soll ich das Tagebuch geben? Bringt das Tagebuch meinem lieben Freund Darajos. Sein Lager müsste irgendwo in den Zähnen von Naros sein. Gut, danke. Schnell, Berufener. Ich muss schnellstens zu den Jotun. Passt auf euch auf. Ja, das wird dann auch die Quest sein, die wir als nächstes machen, aber forder gefälligst nicht. Ich möchte mich hier erstmal ein bisschen weiter umgucken. Es gibt hier noch so Kleinigkeiten, wo ich noch hin möchte und dann werden wir uns deiner Bitte annehmen. Daran soll es nämlich nicht scheitern. Ich meine sogar, wir haben alle davon schon irgendwie mal gesprochen, oder? Täuscht das? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr so ganz 100% sicher, aber das wird schon so passen, denke ich. Blutwurz einmal mitnehmen und ich glaube, hier können wir jetzt unten durchgehen, oder? Mhm. Warum kann ich hier nicht weiter? Ist noch weiter unten durch irgendwie ein Durchgang oder was? Ich. Manches ist halt nicht so ganz auf der Karte eingezeichnet, aber hier kommt man durch. Perfekt. Hier haben wir mal was zum Durchsuchen. Nicht schlecht, aber meine sind trotzdem besser, wegen der Zusatzeffekte, die es gibt. Zu viel Raffinesse oder überhaupt Raffinesse. Nichts, was mich irgendwie angeilt. Ups. Die sehen auch echt hübsch aus, finde ich, diese Altare. Keine Ahnung, was der jetzt konkret ausgelöst hat, aber wird schon passen. So. Jetzt haben wir das hier soweit erfüllt. Ne? Also. Ja, die Frage ist jetzt, wohin reise ich denn zuerst? Hieß es Aufgabe erledigen. War er derjenige mit dem Tagebuch? Apropos Tagebuch, vielleicht sollte ich mir das erst einmal durchlesen, bevor ich da jetzt weitergehe. Achso, wartet mal, diese eine Gemme werde ich doch mal zu dem Plunder hinzufügen. Und verkaufen wir die nämlich einfach mal eiskalt. Und genau. Forschungsergebnisse. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass das Leben genau das ist, was wir daraus machen. Es gibt ein gemeinsames Bewusstsein, das uns alle durchdringt. Dies ist es, was uns ausmacht, was die Augenblicke des Lebens endlos werden lässt. Aber es gibt nur wenige Dinge, aus denen sich dies erschließt. Diese Feder ist genau wie so viele andere Dinge und doch scheint sie mir spitzer zu sein, individuell. Meine Handschrift ist unbeholfen und so ist das richtige Werkzeug für diese Aufgabe. Aber ist dem wirklich so oder ist es mein Werk? Es gibt darauf keine Antwort. Ich weiß jetzt, dass es nur die verwirrenden Folgen der Frage gibt, dieser Frage ebenso wie anderer, die sich mir hier in Idylla in meinem Leben unter den Kolossai gestellt haben. Alles wird geschaffen, von den Säulen bis hin zur Bekleidung. Es gibt Hindernisse über Hindernisse und jeder Nacht unter dem Himmel folgt nur ein weiterer Tag in den Wolken. Ich bin diesen Ort und diese Leute leid, dieses Leben und diese Sitten. Wären es nur die Probleme eines komplizierten Lebens, könnte ich sie vielleicht ertragen. Aber es ist mehr als das. Es ist die Ungewissheit dieser Existenz, der schwache Griff der Realität. Es gibt nichts Handfestes, nur eingebildete Gewissheiten und keine Möglichkeiten, meine Gedanken und Gefühle von dem zu trennen, was ihnen innewohnt. Und die Kolossai stellen das alles niemals in Frage. Stattdessen preisen sie ihre unsicheren, geckenhaften Herrscher und die eingebildeten Gestalten ihrer Religion. Wir haben den Stein verloren, der unsere Natur ist, und sind zu reflektierenden, törichten Geschöpfen geworden. Unser wahres Wesen ist hinter einem Schleier der Philosophie und Mode, der Politik und Gesetze verborgen. Aber es muss nicht so sein. Nehmen wir als Beispiel die Jotun. Ihre Art ist direkt, ihre Existenz einfach. Wenn es je eine Wahrheit gab, so besitzen sie sie. Statt mit meinen Händen im Himmel zu leben, werde ich mich
ihn lieber mit meinen Füßen auf der Erde anschließen. Okay. Hallo. Hallo, Berufene. Wart ihr in den Zähnen von Naros? Durchaus, aber ich möchte mit dir erstmal über Hystes reden. Hystes ist ein Freund von mir. Ein ehemaliger Kollege. Aber als wir versuchten, Kontakt zu den Jotun herzustellen, tja, da hat sich einiges verändert. Mag sein, ich habe dieses Tagebuch für dich. Das sind Hystes Forschungsergebnisse. Das heißt, er ist jetzt bereit, bei den Jotun zu leben. Ich kann zwar nicht sagen, dass ich alle seine Methoden billige, aber ich respektiere seine Beweggründe. Danke, Berufener. Richtet ihm meine besten Wünsche aus. Machen wir. Lebt wohl. Wenn wir ihn das nächste Mal treffen, werden wir das natürlich tun. Als nächstes geht's wieder zurück nach Idulla. Ja, bitte. So. Was kann ich tun? Jetzt ist natürlich die Frage, wohin können wir jetzt noch? Ich weiß es nicht. Bist du? Paketor. Nee, wartet mal. Alles gut. Ist das seine Frau? Ja, hier. Ich hätte euch fast nicht. Da seid ihr ja wieder. Ich hoffe, ihr betrachtet diese Arbeit sehr gut. Ich will. Möge Ethene eure. Das war nicht das, was ich wollte. Du bist die. Was führt den Berufenen zu mir? Hystes schickt mich, um zu reden. Ihr habt Hystes gesehen? Ich habe seit einer Ewigkeit nichts mehr von ihm gehört. Ich hatte schon Angst, ihm sei etwas zugestoßen. Weshalb schickt er euch zu mir? Er möchte euch sehen. Wir nehmen das in der Mitte. Dieser Narr! Er ist noch genauso naiv und idealistisch wie am Tag unserer Hochzeit. Aber gut, ich treffe mich mit ihm. Aber erst muss ich noch ein paar Dinge regeln. Klingt wirklich nach der großen Liebe. Falls ihr Vorräte braucht, findet ihr auf dem Agoramarkt alles, was das Herz begehrt. Danke für die Info. Gut, das ging Gott sei Dank einfacher als erwartet. Jetzt müssen wir uns noch diesen komischen Ring besorgen. Wie auch immer ich das machen soll. Ja, keine Sorge. Alles ist gut. So, jetzt müssen wir irgendwie diesen Ring holen. Ich weiß jetzt nicht, wo er den hat. Hat er den bei sich? Ich weiß jetzt, wie gesagt, nicht, ob wir ihm den klauen müssen. Nicht mal alle in Ruhe lassen, bitte. Wichtig ist, dass er das nicht selber mitkriegt. Toll. Jetzt würde er es aber auch merken, was ganz schlecht ist. Musst du ausgerechnet dahin gehen, wo so eine andere Troller ist? Oh nee. Bitte erkenne mich nicht. Aha. Jetzt würde ich genau klauen, wenn er irgendwo anders daneben steht. Ja, ich werde erstmal versuchen, mit ihm zu reden. Habt ihr Neuigkeiten von unten? Wir reden mal erstmal über ihn, über seinen Bruder. Hystes, mein Bruder? Dass ich nicht lache. Er lebt in der Wildnis, führt sich auf wie ein Barbar. Er könnte genauso gut ein Plünderer sein. Das klingt nicht so positiv, also es wird offenbar doch ein bisschen schwieriger als erhofft. Plünderer. Abschau. Kolossei ohne Glauben. Dumm, brutal und verzweifelt. Ich sage, er hält offensichtlich nicht viel von seinem Bruder. Wohnquartiere. Meine Familie hat viel für diese Stadt getan. Deshalb haben wir in diesen Quartieren einen privaten Bereich. Sie sind ausreichend.
Aber kein Vergleich mit dem Zuhause, das wir hatten, bevor wir in dieses verfluchte Land kamen. Sei dankbar, dass du es überhaupt hast. Dein Bruder schickt mich. Mein Bruder? Hystis gehört nicht mehr zu meiner Familie. Er ließ sie zurück, als er sich von der Zivilisation abwandte, wie einer dieser Plünderer. Weshalb schickt er euch zu mir, Berufener? Ich kaufe den Ring. Wir nehmen trotzdem erstmal das in der Mitte. Ach ja? Tja, dann sagt ihm, wenn er den Familienring unbedingt will, soll er gefälligst herkommen und ihn sich abholen. Ich kaufe ihn. Nun, der Ring ist sozusagen ein Erbstück. Aber es ist nicht weise, an solchen Dingen festzuhalten, wenn ihre Zeit gekommen ist. Er liegt in der Truhe da drüben. Hier ist der Schlüssel. Dankeschön. Ja, lebt wohl. Geht doch. Wie lange werden wir noch geprüft? So lange, bis du stirbst, ganz einfach. So. Da ist es. Ein filigraner Ring, toll. So, dann wollen wir noch mal zu Hystis. Ich dachte, früher oder später würde der Berufene kommen. Zurückkehren. So. Hystis! Kann ich euch helfen? Ihr habt also alles erledigt. Aber ich sehe Corinna nirgends. Dann hat sie sich wohl entschieden. Nun, da kann man dann wohl nichts machen. Ich muss aufbrechen. So, die Jotun gehen barfuß. Also werde ich es auch tun. Nehmt meine Sandalen, Berufener. Vielleicht könnt ihr sie ja gebrauchen. Nein, danke. Das ist nicht sehr klug. Vielleicht habt ihr recht. Die Jotun sind nicht gerade vernünftig, wenn es um Fremde geht. Ich denke, ich könnte sie noch ein Weilchen beobachten, bevor ich versuche, mit ihnen zu leben. Danke für eure Hilfe, Berufener. Aus euch spricht wahrlich die Weisheit Ithenes. Wiedersehen. Gut, dann hoffen wir auch mal drauf, dass die Corinna wirklich irgendwann zu ihm kehren wird. Aber ich möchte jetzt erstmal gucken, was diese komischen Sandalen so auf sich haben. Ich meine, hallo, wir haben noch nicht mal im Ansatz die Schuhgröße von dem. Ist aber auch nicht so der Burner, ne? Plunder. Aber ganz schnell. So, wie sieht's aus mit den Quests? Das möchte ich ja so nicht machen, Nebenquest. Asche zu Asche. 3 von 5. Steht hier wirklich, wo man die finden kann? Halt, nein. Hier unten lang. Komm, das machen wir jetzt auch noch. Ich möchte gerne wissen, was passiert, wenn man diesen Schrein da wieder aktiviert. Dieses komische Mal. Deswegen gucken wir uns den Spaß einmal an. Oh, das sieht so schön aus. Ich bin so froh, dass ich hier bin. Aber ich glaube, insgesamt gefällt mir das erste DLC-Gedöns doch ein bisschen besser sogar. Aber ich bin hier auch noch nicht durch. Vielleicht überrascht es mich ja auch noch mal in einer gewissen Weise. Kann ja sein. Muss ich hier echt erst einmal rumrennen. Wie eklig. Aber da sind wieder Gegner. Wieder so neue Plünderer oder was? Nee, Kobolde. Du lebst noch. Das können wir aber ändern. Wundervoll. Eine weitere. Und eine fehlt noch. Die soll sich hier unten befinden. Da waren wir auch noch nicht drin. Schon wieder. Super. Schon wieder neue Totems dann finden hier, ey. Ja, nehmen wir alles mit.
und gucken uns das jetzt hier halt an. Wow. Sieht auch schon wieder relativ groß aus. Aber das macht nichts. Das gucken wir uns trotzdem an. Im Notfall beenden wir den Spaß in der nächsten Folge. Alter Schwede, sieht das geil aus oder sieht das geil... Alter Verwalter, sieht das episch aus hier drin. Also ich muss wirklich sagen, designtechnisch haben die hier einiges drauf. Eintrag 1. Heurix hatte recht. Dieser Ort ist wirklich verrückt. Wie konnten sie ihn nur erbauen? Ich hätte gedacht, dass 200 Steinmetze daran beteiligt gewesen sein müssen, aber es waren nur 3. Geschwister, so hat man es mir erzählt, aus dem Rotelos-Clan. Ich habe bisher nur die Eingangskammer gesehen und bin bereits überwältigt. Dieser Komplex wurde von 3 Steinmetzen erbaut, die mit ihren Grabungen begannen, kurz nachdem wir dieses neue Land erreicht hatten. Dieser Wahnsinn. Der Wahnsinn lag den Rotelos im Blut. Und wenn ich mir vorstelle, dass er an allen dieser, Generation gezerrt hat, ist es beunruhigend. Aber sie sind bei der Fertigstellung dieser Hallen gestorben. Ich habe vor, sie zu untersuchen. Und, was vielleicht noch wichtiger ist, den Schatz zu bergen, den sie hier angeblich versteckt haben. Okay. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Wait, what? Warum wird mir hier irgendwas angezeigt von Schatz? Ist es im unteren Bereich oder was? Kann ich mir jetzt nur vorstellen. Vielleicht da unten. Weil hier ist jetzt gerade nichts, was ich irgendwie mit einem Schatz... in Verbindung bringe. Was zum Fick hat das denn jetzt gemacht? Warte mal, da vorne. Mhm. Da unter... okay, das ist hier unter scheinbar. Genau dort. Oh, da musste ich einmal niesen, es tut mir leid. Aber ihr kennt ja schon das Elend. Aus wie ein Altar und irgendwas liegt da drauf. Okay. Ich bin sehr gespannt, was das hier noch zu bedeuten hat, wenn ich ehrlich bin. Das sind die verschiedenen Farben, die jetzt hier diese Säule hat. Ja Leute, aber ich weiß was. Wir werden hier jetzt einfach mal Pause machen und werden uns hier in der nächsten Folge weiter umschauen und herausfinden, was es mit diesem ganzen Jahr auf sich hat, hoffentlich. Und bis dahin, tschüss.